Minderjähriger wird verhaftet in der Schule? Was da passiert ist, schauen wir uns jetzt an. Dann sieht Direktor Danvers die falsche Schlange und rennt schreiend wie ein kleines Mädchen aus seinem Büro. Das Ding sieht so echt aus. Was passierte dann? Dann tritt er auf die Mausefalle, die ich aufgestellt habe. Vorsichtig. Das Ding kann zuschnappen, okay? Brüttig, vorsichtig. Okay. Jetzt rennt er zum Büro der Krankenschwester. Mhm. Dann schleiche ich mich rein und hol meine Akte. Was willst du damit machen? Ich werde sie verbrennen. Ja, dann bin ich aus dem Schneider. Ein Lausbub bist du, Dominik. Dominik, der kleine Prankmaster. Den mag ich gar nicht. Der blöde Lausbub, du. Spaß, ich liebe Dominik. Ich war auch Prankmaster. Prankmaster Beste, okay? Dominik und ich. So. Und das Beste dran ist, ich werde auf keinen Fall erwischt. Oh, Polizei. Komm bitte mit. Aber, was habe ich getan? Wird er gerade verhaftet jetzt schon? Ja, was ist passiert mit Jay? Wird er verhaftet? Das bezweifle ich. Der Polizist redet wahrscheinlich. Warte. Was? Handschellen? Bro, was? Nein, das können sie nicht. Besonders nicht vor meiner Schule. Sie lassen mich schlecht aussehen. Ich kann nicht glauben, dass er verhaftet wird. Das ist so cool. Was? Ich kann nicht glauben, dass Dominik verhaftet wird. Er ist einer unserer besten Freunde. Das ist so cool. Bro, Patricia ist wieder hier ganz böse unterwegs und hat die Schadenfreude, wenn der Dominik hier verhaftet wird. Seid nicht wie Patricia. Patricia schätzt die Freundschaft nicht. Du bist eine Legende. Legende? Oh ja, das bin ich, oder? Du weißt ja, wie es ist. Keine Sorge, sie können einen guten Mann nicht lange festhalten. Jay, wird alles okay sein? Oh ja, alles okay, Tiffany. Keine Sorge. Oh, du bist so mutig. Hoffentlich sehen wir uns morgen in der Schule. Tschüss, Jay. Alles klar, wir sehen uns. Oh, damn, okay. Jay und Tiffany sitzen auf dem Baum, oder was? Schlecki, schlecki, lecki, lecki. Hast du das kapiert, mein Sohn? Ja. Das Mädchen böse Jungs lieben? Das ist kein Witz, Jay. Und auch nicht, sich ins Büro des Direktors zu schleichen, um deine Akte zu stehlen. Oh, du weißt darüber? Mama? Direktor Danvers? Hey, hat er schon gemacht? Was? Ist das alles echt? Das nehme ich mal. Ach, der hat's gemacht schon! Moment, Sie haben also die Polizei angerufen? Oh mein Gott, nein. Ich habe deine Mutter angerufen und sie hatte eine wirklich gute Idee. Naja, da du ein Unruhestifter bist, der es liebt, die Regeln zu brechen, dachten wir, es wäre Zeit, dass du siehst, was passiert, wenn du diesen Weg weitergehst. Okay. Warte. Bringst du mich ins Gefängnis? Ich habe doch keine Bank ausgeraubt. Nein. Du gehst mal auf Streife mit uns beiden. Dann siehst du, was mit Regelbrechern passiert. Vielleicht lernst du dann, dass selbst kleine Entscheidungen dein Leben groß verändern können. Oh, damn. Deshalb ist es wirklich wichtig, die richtigen zu machen, mein Sohn. Mein Sohn? Warte mal. Okay, ist das dein Vater? Mom, hattest du was mit dem Polizisten, der mich gerade verhaftet? Fam, imagine, du wirst einfach als Kind... Darf man Kinder verhaften? Geht das überhaupt? Kannst du ein Kind so Handschellen dran machen, ohne Probleme, und so mitnehmen auf Gefängnis? Darf man das? Kann ich euch gar nicht sagen, Alter. Habe ich noch nie gesehen. Was ihr aber machen dürft, ist, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ein kostenloses Abo da lassen, ja? Denn 70% haben den Kanal noch nicht abonniert, ja? Und ich werde euch verhaften lassen! Okay. Aber kannst du mich in Handschellen halten und hinten in den Streifenwagen setzen? Ich möchte, dass jeder denkt, ich komme ins Gefängnis. Das macht mich dann noch, cooler. Cool? Natürlich finden es alle Kinder cool, dass Jay verhaftet wird. Also, gefällt es ihm. Ach, unglaublich. Nimm die Handschellen ab und setz sie nach hinten, Jerome. Alles klar, Chef. Los geht's. Das stimmt. Sie können nicht beweisen, dass ich was angestellt habe. Ich kenne meine Rechte. Ich will mit meinem Anwalt sprechen. Nein. Nein, ich habe Rechte. Jay ist der coolste Junge der Schule. Ja, das ist Lol. Wir müssen allen erzählen, was gerade passiert Bitte ist. Bitte nicht. Oh nein. Nein. Wirklich? Das tut uns wirklich leid, Direktor Danvers. Aber ich verspreche, wir kümmern uns darum. Das hoffe ich. Ich möchte ihn nicht nochmal suspendieren. Schatz. Oh, okay. Das hat den gegenteiligen Effekt. Okay, sein Dad ist also wirklich Polizist. Okay, jetzt wird's interessant. Deine Mom ruft die Polizei und sein Dad steht auf einmal vor der Tür. Sein Dad ist Polizist. Bruder, dann würde ich den Polizist auch nicht ernst nehmen. Denkt ihr wirklich, dein Vater, der kann als Polizist mehr auf Popo hauen, als wenn er Polizist ist? Nee, der haut immer gleich fest auf Popo. Immer gleich fest haut der drauf, gleiche Bestrafung. Egal ob Polizist, nicht Polizist. Du kannst mir gar nichts, Hans-Peter Harald. Ich hoffe, dass dein Plan aufgeht. Keine Sorge. Vertrau mir, Liebes. Wird er. Oder der Move, der war irgendwie gerade cool. Keine Sorge, Liebes. Vertrau mir. Okay, ich war nicht halb so cool wie der. Bei mir hat nicht geklappt. Sorry, ich weiß nicht. Ich habe etwas vorbereitet. Das wird ihm ganz bestimmt Angst machen. Okay. Aber tu meinem Baby besser nicht weh, okay? Keine Sorge. Bei mir ist er in Sicherheit. Okay. Ich werde keiner Gefahr aussetzen. Besonders, da alles nur vorgetäuscht ist.
Der hört doch alles, der sitzt hinten im Auto. Der hat doch alles gehört. Ja. Also, bekomme ich eine Marke oder Waffe oder so? Nein, Jay. Ah, ich möchte helfen, Bösewichte zu fangen. Du bleibst da hinten sitzen und schaust uns bei unserer Arbeit. Bedeutet das? Kann mir mal jemand ganz kurz sagen, wie das eine Bestrafung sein soll? Anstatt in die Schule zu gehen, Mathe-Hausaufgabe, Deutsch, Physik, Chemie, Probearbeit, 5 Minus schreiben. Oder sitzt er mit seinem Vater im Polizeiauto und kämpft gegen Bösewicht und darf zuschauen. Das ist doch das Geilste, was man als Belohnung bekommen kann. Wenn ich Donuts essen darf, ich möchte die Sorte mit Streuseln. Ja, siehst du den Kerl da drüben? Ja. Der Typ sieht aus, als könnte er gefährlich sein. Mhm. Bleib im Auto, Jay. Okay, sie gehen raus. Ist das jetzt echt oder spielen die das jetzt nur? Weil der meinte doch, dass alles fake ist. Andy, wie läuft's denn so? Hallo, Officer Lawson. Ich schwöre, ich habe nichts getan. Na? Ich verspreche es. Ich glaub dir. Schau. Wir sind vorbeigekommen, weil du mir einen Gefallen tun musst. Okay. Was ist das? Ein Drehbuch, um meinen Sohn Angst zu machen. Er gerät immer in Schwierigkeiten und ich will ihm eine Lektion erteilen, damit er nicht so endet wie du. Nichts für ungut. Wow. Sie bitten mich um einen Gefallen und beleidigen mich dann. Okay. Fällt auch gar nicht alles auf. Klar, nicht wirklich kompliziert. Ich habe im Gefängnis mal ein bisschen geschauspielert. Aha. Okay, ich krieg den Dreh. Ja, aber was habe ich davon? Oh ja. Oder wäre ich an seiner Stelle, ich würde richtig Big Tasty Bacon raushandeln. Also jetzt nicht wirklich einen Big Tasty Bacon, davon profitiert er jetzt wahrscheinlich nicht, der kostet 4 Euro oder so, keine Ahnung. Oder sondern Big Tasty Bacon, 500-Euro-Scheine. Bio, 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 Polizist, du willst mich bestechen? Dann make it rain, baby, gib mir die ganzen Monetos, yeah. Wir kaufen dir einen Hamburger. Ja, oh mein Gott, Bro, ich sag gerade noch Big Tasty Bacon. Digga, ich sag noch Big Tasty Bacon und jetzt kaufen die wirklich einen Hamburger ihm. Einen doppelten bitte. Mit Käse, Pommes und deinem Getränk. Geil. Alles klar, geht in Ordnung. Und ich entschuldige mich für diesen Teil. Was? Also, Drecksack, du kommst mit mir. Hände an der Wand, aber sofort. Psst, das muss wirklich echt aussehen. Okay, aber sanft. Ich kriege blaue Flecken. Schon gut. Komm schon, Jerome, nimm ihn mit. Okay. Komm schon. Der hat dich mal anstellen dran. Mhm. Ah! Hände weg von mir, Bullen! Halt dich ans Drehbuch. Digga, das checkt man doch! Guck rüber, mein Sohn. Dieser Verbrecher wird jetzt neben dir sitzen. Und ich bin sicher hier? Ja, keine Sorge. Wenn er sich bewegt, wird er es sehr bereuen. Okay. Irgendwie, ich weiß ja nicht. Das sieht super also, das könnte so RTL sein, ne? Ihr Plan, der könnte auch RTL nachmittags mitten im Leben laufen. Der kleine Jerome möchte jetzt von seinem Vater bestraft werden. Und da geht es zur Sache. Halt, stopp, Hände hoch. Das ist das Drehbuch. Also, Randy, warum erzählst du nicht meinen Jungen, wie du hier gelandet bist? Wie was? Oh, richtig, ja. Alles begann, als ich ungefähr in deinem Alter war. Erstens würde ich bei Tests in der Schule schummeln. Dann würde ich so tun, als wäre ich krank. Damit okay. Ich Videospiele spielen kann. Einmal habe ich so getan, als wäre mein Arm gebrochen. Alles nur, um eine Prüfung auszuweichen. Hört sich ja an, als hast du Tests, genauso wie ich. Mein Gott, das habe ich wirklich. Ich hasse es, Tests zu schreiben. Warum kann man mir nicht vertrauen, dass ich die Sache weiß? Das sage ich auch immer. Mann, es hört sich ja an, als hätten wir viel gemeinsam. Randy, kannst du zum Punkt kommen? Ja. Ja. Zuerst fing ich an, Banken auszurauben. Oh. Im Handumdrehen, rein und raus aus Gefängnissen. Aha. Jetzt bekomme ich keine Anstellung. Ich kann nicht einmal meine Familie sehen. Oh. Ich habe eine Tochter.
Sie will nichts mit mir zu tun haben. Oh. Sie sieht mich als Verbrecher. Oh. Oh Mann, das nervt. Das tut mir wirklich leid um dich, Randy. Ja, warum können Leute nicht verstehen, dass ich mich geändert habe? Ich verdiene eine zweite Chance. Kann ich voll nachvollziehen. Weil alle denken, ich sei auch ein Unruhestifter. Aber ich bin wirklich nicht so schlecht. Weißt du was, Junge? Ist mir egal, was die Leute sagen. Für mich bist du in Ordnung. Oh mein Gott, okay, Bro. Digga, der macht... Ah, es läuft alles falsch, Digga. Er wird noch mehr klauen. Er wird jetzt mit Randy zusammen die Bank ausrauben. Junge, jetzt ist vorbei. Der Karl-Heinz-Peter Seppel, der wird jetzt zum Verbrecher. Alles klar. Wir lassen dich gehen, Randy. Meine Güte. Immer diese Reden. Reden. Ich weiß nicht. Oh, seien Sie nicht so grob. Bleib im Auto, mein Sohn. Die Fenster sind offen. Die hören doch alles, was er sagt, oder? Jetzt gucken wir mal. Was war das, Mann? Du solltest meinem Sohn Angst machen und nicht mit ihm anfreunden. Hey, ich habe mein Bestes gegeben. Es ist nicht meine Schuld, dass das Drehbuch so schlecht war. Oh, du hast dich nicht mal ans Drehbuch gehalten. Du hast den wichtigsten Teil vergessen. Jetzt kannst du deinen Cheeseburger vergessen. Oh. Komm schon, Leute. Gib mir noch eine Chance. Ich muss das annehmen. Nimm Randy irgendwo die Handschellen ab, wo Jay ihn nicht sehen kann. Was? Das ist das letzte Mal, dass ich Ihnen helfe. Im Ernst? Der läuft doch schon ohne Handschellen rum. Hey. Schatz, was ist los? Hey. Geht es Jay gut? Du machst ihm nicht allzu große Angst, oder? Nein, ich mache ihm kaum Angst. Hm? Scheint so, als würde nichts davon funktionieren. Was zum... Was ist... Oh, er hat das Drehbuch gefunden. Ist das alles ein Drehbuch? Oh. Darum ging es also die ganze Zeit. Weißt du was? Ja, die dürfen nicht wissen, wer ich bin. King Kong kann mir nichts anhaben. Es braucht schon viel mehr, um mir die Angst zu machen, Bruder. Okay, dann bring ihn einfach nach Hause. Nein, noch nicht. Ich werde ihn wohl zum Revier bringen. Hoffentlich sieht er ein paar Kriminelle. Das wird ihn einen großen Schrecken einjagen. Okay, jetzt kommt's. Aber das ist es dann auch. Danach nichts mehr, okay? Er ist unser kleiner Junge. Mhm. Alles klar. Officer Lawson, hier spricht Dispatch. Bitte Ihre Position bestätigen. Ja, wir sind an der Ecke Oakwood und Fine. Wir haben gerade einen Notruf erhalten bei Darla, gleich um die Ecke. Können Sie hinfahren? Können Sie jemand anderen schicken? Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Sie sind leider die einzige Einheit in der Gegend. Ja. Bruder, und jetzt guck mal, da denkst du dir so, Polizei anrufen, schnell, ich brauche Hilfe, mich überfällt jemand. Dann sagt der Typ so, ja, könnt ihr wen anders schicken? Gerade ist kein guter Zeitpunkt, Mann. Ich hab mein Kind hinten, wir müssen den Drehbuch festhalten. Sorry, Mann, okay? Lass dich ausrauben, wir klären das später, Mann, Alter. Verstanden. Wir werden es uns ansehen. Gehen wir. Schnall dich an, Jay. Wir müssen uns schnell um etwas kümmern. Jetzt und bin ich gespannt. Sind, bleibst du bitte im Auto. Jetzt geht's ab. Ja, jetzt gibt's wirklich Rambazamba. Okay. Zeig nach hinten. Oh, damn! Schüsse abgefeuert. Schüsse wurden abgefeuert. Senden Sie alle verfügbaren Einheiten. Jetzt. Oh, damn. Was passiert hier? Was ist los mit dir? Was versuchst du hier? Mehr Aufmerksamkeit erregen, oder? Tut mir leid, Teddy. Es war ein Unfall. Was habe ich zur Verwendung der richtigen Namen gesagt? Komm schon. Richtig, Bruder. Hör einfach auf zu reden. Okay, die anderen dürfen nichts mitkriegen. Hey, Sie wollen eine Bank ausrauben. Nein, du bist peinlich. Hier ist die Polizei. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Versteckt er sich gerade hinter dem Auto, wo sein Sohn hinten auf der Rückbank sitzt und er gibt Deckung. Bruder, was? Bruder, da sitzt sein Sohn in dem Auto und er gibt so Deckung hinter dem Auto, Alter. Aber der Sohn, also, habe ich das gerade richtig gesehen? Okay, niemand kommt durch diese Tür. Sonst werden sie es bereuen. Ja, wir meinen es ernst. Hier, nimm jemanden. Oh, richtig, ja, richtig. Okay, hey, komm schon. Hey, wir haben hier eine Geisel. Hey, zurück. Okay, schließ die Tür, jetzt. Sofort! Komm schon! Okay, danke. Ah, okay, es war, glaube ich, ein anderes Auto. Du bist okay. Hey, beruhige dich. Hey, setz dich hin, stopp. Ich weiß nicht, was passiert. Da draußen sind zwei Leute, die... Wow, das ist verrückt. Oh mein Gott. Entschuldigen Sie, meine Herren. Mein Vater hat euch alle hier angestellt. Ich meine, ist ein bisschen extrem, aber ich werde mal mitmachen. Der... Okay, warum ist hier plötzlich ein Kind drin? Ich habe keine Ahnung. Und wie bist du hier reingekommen?
Oh, ich bin durch die Hintertür gekommen. Sie war entsperrt. Hintertür? Ja? Yeah? Richtig. Ich hab dir gesagt, Hintertür abschließen. Los, was soll ich denn jetzt machen? Egal, schließ die Tür ab. Los, sofort. Oh mein Gott. Er denkt, das wäre ein Skript. Okay. Kleiner Mann. Du musst dich zu den anderen Geiseln setzen, bevor du verletzt wirst, okay? Nee. Ich sitz lieber hier und schau zu. Okay, die Hintertür ist verschlossen, da kommt niemand durch. Ew. Gut. Jetzt kümmern wir uns um dieses kleine Kind. Oh, damn. Ich werd's dir nicht nochmal sagen. Setz dich dahin. Oh, oder damn. Sonst. Komm schon. Ist das der beste Satz, den du hast? Mein Vater hat euch kein besseres Drehbuch gegeben? Enttäuschung. Mann, dieser Junge ist verrückt. Das stimmt. Ich bin loco. Ich habe Angst vor nichts. Lol. Los, los, lauf, 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 sofort. Los, los. War das eine echte Kugel? Ja. Vielleicht setzt du dich hier hin, Junge. Das ist kein Spiel. Oh, damn. Jetzt checkt er's. Oh, damn. Oh, damn. Bruder. Oh, mein Gott. Brother, was geht ab hier? Wir haben diesen Ort umzingelt. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Okay. Nein, das werden wir nicht, okay? Das war ein Warnschuss. Wenn einer versucht, Held zu spielen, wird der Nächste keine Warnung sein. Oh, damn. Hey, komm schon. Was? Beeil dich. Oh. Wir müssen hier raus, okay? Warte, warte, warte. Der Junge, er hat diesen Rucksack. Was ist drin? Ich weiß nicht. Soll ich den holen? Ja, klar. Los jetzt und beeil dich. Okay, Junge, ich brauch mal deinen Nein. Rucksack. Nein, hey, ich lass meinen Rucksack in Ruhe. Hör auf, mir das so schwer zu machen. Okay, nimm ihn. Was machst du? Du bist wie ein Idiot gestolpert. Komm schon, Mann, das ist peinlich. Es war nicht meine Schuld. Teddy, es war nicht meine Schuld. Der Junge hat's getan. Was war mit dem Benutzen meines Namens? Was ist da drin los? Gibt es verletzte Geiseln? Nein. Aber hier drin ist ein Kind und er ist wirklich nervig. Was machst du, Sascha? Brother, der Vater weiß ja noch gar nicht, dass sein Sohn da drin ist. Oh mein Gott. Bro, oh mein Gott. Damn, son. Boah, das könnte noch interessant werden, Digga, jetzt. Idiot. Jetzt check das. Jerome, geh zurück zum Streifenwagen und stell sicher, dass Jay drin ist. Bin unterwegs. Oh Gott. Wenn er hier ist, wird seine Mutter mich umbringen. Das ist das Einzige, woran du denkst, Bro? Das ist das Einzige, woran du denkst? Dein Sohn ist Lebensgefahr. Und er denkt sich so, oh, die Mutter wird ihn umbringen. Was? Oh nein, Mann. Sie versuchen, von hinten einzudringen. Sie müssen den ganzen Ort umzingelt haben. Mann, was machen die jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Halt die Klappe, alles klar. Ich denk nach, okay? Ich denk nach. Wir haben doch alles Geld und Schmuck, oder? Richtig, ja? Mann, stimmt? Ja. Okay, gib mir den Rucksack, okay? Die Mausefalle! Oh, Schlange, Schlange, ich hasse Schlangen. Ah. Papa, Papa, Sie haben Ihre Waffen nicht mehr. Auf den Boden werfen. Auf den Boden werfen. Auf den Boden werfen. Sofort. Okay, okay. Werft euch auf den Boden. Oh, Teddy. Ja. Oh. Aua. Schon gut, Willi. Teddy. Jay, unglaublich, dass du dich reingeschlichen Tut hast. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass es echt ist. Oh, komm her. Das war's. Dir das, Jay? Oh ja, das ist meine Schlange. Er hasst Schlangen. Benutze nein, sie nein, bei nein, ihm. Nein, 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 nein. Nimm sie weg von mir, Mann. Weg von mir, Mann. Hör Willi, auf. Es ist keine echte Schlange. Okay. Brother, wenn das wirklich zwei echte Verbrecher sind, die sind wie bei Kevin allein zu Hause. So zwei, die sind so zwei Goofies, Alter, Digga. Was machen die denn? Also, Digga. Nimm die weg von mir, Mann. Hör auf. Reib seinen Kopf ein bisschen. Still, kleiner Willi. Wein doch nicht. Stell dir mal vor, so läuft ein Raubüberfall echt ab. Komm schon, rein mit dir. Los, ab. Billy, hilf mir hoch. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Also, was passiert als Nächstes? Nun, Sie werden vor Gericht gehen, wo der Richter Sie zu Gefängnisstrafe verurteilen wird. Für eine sehr, sehr lange Zeit. Hören Sie, es tut mir leid. Ich wollte das nicht tun. Ganz bestimmt nicht. Ich meine es ernst. Ich war nicht immer so. Ich war ein gutes Kind. Das Schlimmste, was ich gemacht habe, war bei Tests zu schummeln. Und bevor ich es wusste, habe ich gestohlen und Drogen verkauft und eins hat einfach zum anderen geführt. Mir war nicht klar, dass meine Entscheidungen dich hierher führen? Richtig. Ich bereue wirklich alles, okay? Es tut mir leid. Bitte, geben Sie mir noch eine Chance. Ja, bringt nix. Es tut mir leid, aber das liegt jetzt allein beim Richter. That's it. Macht nicht so einen Blödsinn, Freunde. Teddy. Billy. Komm her. Es wird alles gut. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, Dad.
Oh, damn, okay. Schlechte Entscheidungen haben immer schlechte Konsequenzen. Stimmt, ich bin stolz auf dich. Aber das bedeutet nicht, dass du einfach so davonkommst. Wegen der Geschichte mit dem Einschleichen in das Büro des Direktors. Brother. Bruder, das Kind wurde gekidnappt. Der kann zu seiner Mom gehen und sagen, hey, mein Dad hat mich da reingeschickt. Ich bin auf einmal Polizeieinsatz gewesen, war Geisel. Digga, der hat gar nichts zu sagen. Du kannst den bestechen, kleiner Hans-Peter Jakob. Hey, Baby, ich wollte Jay gerade nach Hause bringen. Es ist alles gut ausgegangen. Stimmt das? Und wann wolltest du mir sagen, dass unser Sohn Teil einer Geiselnahme war? Ha? Oh ja. Oh, woher hast du das denn gehört? Es ist überall in den Nachrichten. Na, warte, mein Lieber, bis du nach Hause kommst. Sieht aus, als stecken wir in Schwierigkeiten. Beide? Ja. Wir sind echt dran, aber besonders du, Mann. Moral der Geschichte, raubt keine Bank aus, Freunde. Passt immer auf euch auf, ja? Macht keinen Blödsinn, weil umso mehr Blödsinn ihr macht, umso mehr geht es diesen Bach runter. Ja, wenn ihr jetzt mal einmal im Test schummelt, dann bitte nicht. Seid so okay, ich verpetze euch nicht. Aber seid kein Draufgänger. Macht einfach das, was ihr gehört, okay? Macht eure Schule gut, macht eure Sachen gut. Ich weiß, es ist nervig, aber am Ende des Tages bringt es euch auf euren Weg und es wird alles gut werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid, dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dann, ciao!